Na, ich glaube, jeder hat ja schon irgendwie mal so einen Kontakt mit Alkohol gesammelt. Und klar, man schöpft natürlich auch aus sich selber. Und das ist die große Erkenntnis des Films. Nicht, dass er schafft aufzuhören, sondern dass er selber erkennt, dass er ein Problem hat. Der Film eine ganz tolle Anleitung, was immer die eigene Abhängigkeit ist, das kann ja vieles sein, das kann sogar Kaffee sein oder so, aber es ist eine tolle Anleitung, es ist ein toller Weg, wie man es vielleicht schaffen kann, oder es ist auch sehr schwer, aber trotzdem ist darin auch ein Unterhalten, also ist es auch unterhaltend und so. Also wirst du heute Abend auch ohne Alkohol Spaß haben? Auf jeden Fall. Sober Oktober. Nee, also ich, Alkohol ist für mich persönlich nicht so ein Problem, aber es ist auch gesellschaftlich, glaube ich, wird manchmal unterschätzt. Oh, ein Glas, noch ein Glas. Wir wollen nicht belehrend sein. Wir wollen einfach nur, dass wir darüber sprechen, was es bedeutet. Bewusstsein schaffen für die Art und Weise, wie wir mit Alkohol umgehen. In der Gesellschaft und auch vor allen Dingen für einen selber. Glaubst du, dass die Liebe da auch so ein bisschen der Weg raus sein kann? Oder ziehen die zwei sich runter? Die Liebe zu sich selber, bei beiden. Und dann entsteht die andere Liebe vielleicht auch, keine Ahnung. Aber es geht um die Liebe zu sich selber, dass man das erkennt und dass man wahrhaftig mit sich ist. Deswegen gibt es jetzt heute auch keinen Alkohol hier. Wie ist das für dich? Ja, also auch total ungewohnt, weil normalerweise würde ich bei einer Premiere auch vor Aufregung, hätte ich jetzt schon ein Glas Wein getrunken, einfach um diese Aufregung zu bekämpfen. Und deswegen ist es für mich ein wirklich neues, ungewöhnliches Gefühl. Das Beste war, dass einer unserer Co-Produzenten, Stefan Gärtner, sieht mich und sagt, Olli, du siehst aber gut aus für diese Uhrzeit kurz vor der Premiere. Und dann ist mir selber aufgefallen, wie außergewöhnlich das ist, dass ich mal komplett nüchtern auf eine Premiere gehe. Deswegen finde ich es natürlich super und ganz toll, das zu machen. Aber natürlich wird es merkwürdig sein, nach dem Film dazustehen und eine Saftschorle zu trinken. Ist ja auch vorbildlich. Und euer Film hängt so und er balanciert zwischen Komödie und Drama. Gab es da auch eine erste Entscheidung, mehr fürs eine, mehr fürs andere? Nee, das hat sich tatsächlich so entwickelt. Ich wollte das aus dem Spaß heraus erzählen, der das macht, Alkohol zu trinken. Und wollte aber, weil das war das Wichtigste, immer das Thema total ernst zu nehmen. Und dann habe ich beim Schreiben quasi instinktiv gespürt, wann der Moment war, wo der Spaß vorbei ist in dem Film. Wo ich einfach ernst werden muss und sowas. Das war sozusagen organisch, auch in der Arbeit mit Markus zusammen, dass wir das so entwickelt haben. Wichtig war uns, als wir angefangen haben, den zu erzählen, wirklich niemanden zu belehren. Wir wollten zeigen, wie unglaublich toll das auch ist, Alkohol zu trinken, was man dort für Nächte erleben kann, wie sozusagen, was für Bekanntschaften man machen kann, aber was es für eine Downside hat, was sozusagen die Erkenntnis zu zeigen, und das ist die große Erkenntnis des Films, nicht, dass er schafft aufzuhören, sondern dass er selber erkennt, dass er ein Problem hat. Die Fragestellung am Anfang von dem MPU von Dr. Blau ist, dass er glaubt, dass er das größte Problem von allen im Kurs hat. Und Freddy und ich glaube, ganz viele hier in dem Raum würden von sich selber sagen, absolut nicht, ich habe überhaupt kein Problem. Und am Ende des Films sagt er, ich glaube, Sie hatten recht, ich habe ein Problem mit meinem Trinkverhalten. Und das ist die Reise des Films, die wir erzählen wollten. Nicht, dass er schafft, nicht, dass es leicht ist, mit dem Trinken aufzuhören, wenn man es einmal kapiert hat, sondern die Erkenntnis ist der Weg gewesen. Mit Therapieangeboten? Müsste es was anderes geben? Müsste es mehr geben? Ich bin ja kein Experte auf dem Gebiet. Wie gesagt, ich kann nur dieses Buch empfehlen von Gabor Maté, Im Reich der hungrigen Geister. Der schreibt wirklich sehr aus seiner eigenen Erfahrung, beschreibt er ganz tolle Dinge, und das Buch kann ich nur sehr empfehlen. Ich selber bin kein Experte, ich kann das nicht. Ich glaube, dass es wichtig ist, viele Angebote zu schaffen. Und was erhoffst du, dass die Leute heute von dem Abend mitnehmen? Im besten Fall ein Hinterfragen der eigenen Gepflogenheiten und so ein bisschen so eine Art Bewusstsein für das Schaffen, was Alkohol ist. Also jede Art von Sucht, glaube ich, lenkt von den eigenen Unzulänglichkeiten, von dem ab,
was wir nicht möchten, was andere Leute von uns sehen, was wir selber nicht spüren wollen bei uns. Und ich glaube, so Alkohol ist halt so ein einfacher Weg raus. Also jede Art von Sucht ist immer ein Versuch, dieser Leere oder diesen Ängsten auszuweichen. Seriösen zu spielen, also einen, der den Prozess schon hatte, die wilden Zeiten schon durch hatte, das hat mich schon gereizt an der Rolle. Ein bisschen gediegenen Charakter zu spielen, ruhigeren Charakter zu spielen. Freunde und Verwandte sind ja oft ganz besonders betroffen. Du spielst den besten Freund. Hast du da vielleicht einen Rat für die Leute? Ja, die Familie kann helfen, auch ehrlich zu sein zu sich selber beim Alkohol und auch sich Hilfe zu suchen. Die Familie ist super wichtig. Ehrlich zu sein, genau, und Hilfe suchen am Ende des Tages, wenn man Probleme hat. Ich bin kein Mentor oder sowas. Ich glaube einfach, dass der Film wichtig ist, weil man sich Fragen stellt und man selbst reflektiert. Du spielst die Rolle sehr authentisch. Wie hast du dich vorbereitet? Ich glaube, jeder hat ja schon irgendwie mal so einen Kontakt mit Alkohol gesammelt. Und ich finde, wir haben viel darüber gesprochen und klar, man schöpft natürlich auch aus sich selber. Also, und wie man damit umgeht. Und es war total wichtig für mich, dass ich das Buch gelesen habe und gesagt habe und mich halt hinterfragt habe. Der Regisseur und du, ihr habt auch viel zusammengearbeitet, seid so ein Dreamteam. Wird da auch improvisiert? Ja, da wird auch improvisiert, aber wir vertrauen uns und das ist das Wichtigste.